Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Dittmeninger, Kaya, Kirchheimer und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Das Schutzengelfest ist es, das heute die Kirche feiert. Wir haben einen Begleiter auf unserer Seite, einen Begleiter, der von Gott uns gesandt ist und da ist für uns, den wir auch gebrauchen dürfen, Tag und Nacht, der nicht irgendwo anders ist, sondern der uns begleitet und zugleich das Angesicht Gottes schaut. Er ruft Gott das dreimal heilig zu, dass er immer und immer wiederholt im tiefsten Staunen, weil er Gott ganz und gar schauen darf. Das ist wie bei uns, wenn wir irgendwas ganz Überraschendes sehen, dann stammeln wir, dann staunen wir, da kommen wir vom Staunen nicht mehr raus und da fallen uns auch nicht mehr viele Worte ein. Und darum dieses heilig, heilig, heilig bist du. Hier in der Burgkirche von Dittmoning, in der Michaelskirche, da werden 12 Schutzengel dargestellt, so erzählt es wenigstens die Legende unserer Pfarrei, nämlich wer hier reingeht, der soll sich die 12 Schutzengel anschauen, die unter den Apostelleuchtern mit einem kleinen Kopf dargestellt wird. Und jeder findet darin das Angesicht seines Schutzengels, wenn er sie betrachtend anschaut und dann weitergeht und den Nächsten betrachtet und anschaut. So heißt es die Legende unserer Pfarrei. Es ist eine nette Legende, so dass wir hier unseren Schutzengel finden können und vielleicht schaut der Schutzengel vom Nachbarn auch genauso aus, weil er den gleichen ausgewählt hat. Aber wir haben diesen himmlischen Begleiter, der uns führen will, der uns den Weg zu Gott zeigen will. Der möchte, dass wir ihn anrufen und gebrauchen. Nicht, dass wir sagen, ja, wir haben einen Schutzengel, wir haben eine Schutzengelmedaille und damit hat es schon. Sondern er möchte, dass wir ihn immer wieder fragen, gerade wenn die Entscheidungen unseres Lebens da sind. Dass wir ihn fragen, heiliger Schutzengel, was möchte Gott eigentlich von mir? Was möchte Gott mir mit dieser Situation meines Lebens zeigen? Wohin möchte Gott mich führen, dass mein Leben hier auf dieser Welt gelingt und dort auch die Vollendung findet? Wir dürfen auf diese heiligen Engel schauen und sie anrufen. Und doch möchten uns die Engel nicht sich selber bieten, sondern sie wollen uns Gott bieten. Sie wollen uns Gott zeigen und mögen uns helfen, dass wir auch zur Anschauung Gottes gelangen und schon in dieser Welt zum Gebet finden. Und darum lasst uns jetzt beten, wie wir schon so oft am Abend gebetet haben. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und weil wir das Engelsfest haben, darum singen wir das, was die Engel auch singen, nämlich das Heilig. Heilig, heilig, treu. Heilig, heilig, treu. Zu uns kommt Hosanna.
Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis morgen auf die Nacht. Pfiat euch Gott.